geht es heute um J.M. Kornerman, ihr neues Buch Baby, Der Mucho Clan 2. Ein Bruder kommt selten allein. Hier geht es um den zweiten Bruder, nämlich um Adan Mucho. Den haben wir natürlich schon im ersten Teil bei Cruz kennengelernt. Aber jetzt soll er natürlich seine ganz eigene Geschichte bekommen. Ich mag das Cover-Design unglaublich gern. Ich mochte es schon beim ersten Mucho. Es ist sehr edel, es ist sehr schick. Ich finde, es passt einfach wirklich zu den Mucho-Brüdern. Unglaublich schön. Also Cover-Designer, top, Daumen nach oben. Gute Wahl, liebe Jay. Sehr, sehr schön. Und natürlich möchte ich euch auch den Klappentext vorstellen. Sie sind Brüder, eine Familie. Sie beschützen, was sie lieben. Aber sie lieben nur sehr selten. Blut ist dicker als Wasser. Ehre ist stärker als Stolz. Was sie wollen, bekommen sie. Immer. Adan Mucho, ältester Bruder des Clans, hat nach seiner Scheidung keine Frau mehr in sein Leben gelassen. Und das hat einen Grund. Er hütet dieses Geheimnis wie seinen Augapfel, bis die obdachlose Coralie im Müllcontainer der Mucho Mexicana nach Essen sucht und er sie dabei erwischt. Zum ersten Mal seit Jahren keimt in Adan wieder jenes Verlangen auf, das er so lange unter Verschluss hielt. Widmung. Dieses Buch widme ich allen Menschen dieser Welt, die schon einmal den Boden unter den Füßen verloren haben. Sophia streichelt mir zart über den Oberarm. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Und du willst ganz sicherlich noch auf ein Glas mit reinkommen, flüstert sie. Ich greife nach ihrer Hand, führe diese zu meinen Lippen und küsse ihre Fingerkuppen. Nein, Liebes, ich werde heimfahren. Danke für den wunderschönen Abend. Das Essen und deine Gesellschaft machen mir wie immer ein großes Vergnügen. Ich kann die Enttäuschung an ihren Augen ablesen, doch Sophia ist nichts weiter als eine sehr gute Freundin, wenngleich eine unglaublich schöne und intelligente Frau. Ich bin schließlich nicht blind. Trotzdem kann ich ihr nicht geben, was sie sich so sehr von mir erhofft. Schon einige Male stand ich kurz davor, es zu probieren. Aber ich würde ihr nur das Herz brechen und unsere Freundschaft zerstören. Deshalb enttäusche ich sie lieber ein wenig, anstatt sie auf ewig zu verlieren. Ich öffne die Autotür, steige hinter das Lenkrad meines Teslas und sehe ihr hinterher, bis sie im Haus verschwunden ist. Warum musst du nur so ein gottverdammtes Schwein sein, sage ich zu mir selbst und lasse den Motor an. Während ich den Highway entlang brause, schießen mir Bilder aus meiner Vergangenheit in den Kopf. Nie vergesse ich meine zitternden Hände und ihr tränenüberströmtes Gesicht. Meine Handinnenfläche war dunkelrot und brannte wie Feuer. Ihr Schreien und Schluchzen werde ich wohl niemals aus meinem Schädel bekommen. Am schlimmsten sind diese verfluchten Erinnerungen, wenn es um mich herum still ist. Nie wieder werde ich mein Gewissen reinwaschen können. Für immer werde ich ein kranker Bastard sein und die Strafe, die ich mir selbst auferlegt habe, bedeutet nie wieder eine Frau an meiner Seite. Das ist einfach das Beste für alle. Zu Hause angekommen, knöpfe ich das Hemd auf und werfe es belanglos auf den Boden. Ich gehe weiter zur Treppe, die in den Keller führt. In meinem eigenen Fitnessraum steige ich aus der Hose und hänge mich an die Stange, um Klimmzüge zu machen. Eine Minute vergeht. 2 Minuten, langsam beginne ich zu schwitzen, während ich mich wieder und wieder hochziehe. 166, 167, zähle ich jeden Zug keuchend mit, als sei es eine Strafe. Und sicherlich ist es das auch irgendwie meine persönliche Sühne. Die tickende Zeitbombe bin ich, Adan Mucho. Frustriert sitze ich über den Plänen für das neue Restaurant in White Garden. Nichts funktioniert, wie ich es will. Die Handwerker sind zu langsam. Die Bewerbungsgespräche fürs Personal laufen zäh. Alejandro findet keinen geeigneten Koch. Es ist einfach zum Haare raufen. Und anstatt mich mein geliebter Bruder Cruz unterstützt, paddelt er mit seiner großen Liebe auf dem Meer herum. Sonderurlaub hat er es genannt. Ich könnte kotzen.
Mit Daumen und Zeigefinger massiere ich mir den Nasenrücken und schließe meine Augen. Es muss doch noch fähige Menschen auf diesem Planeten geben. Unzählige Annoncen habe ich schon geschaltet. Um 14 Uhr wartet das letzte Vorstellungsgespräch für eine Servicekraft auf mich. Eigentlich wäre das Xaviers Job, doch der muss unsere Eltern vom Flughafen abholen. Noch so ein Problem, das wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen schwebt. Die Ruhe ist nun vorbei. Mein Vater wird sich mit Sicherheit wieder rasch ins Restaurantleben einfinden und mitbestimmen. Denn wenn dieser alte Mann eines nicht kann, dann in Rente gehen. Einer der Elektriker unterbricht meinen Gedankenfluss und klopft mir auf die Schulter. Señor Mucho, ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, aber nervös knetet er die Hände und erst jetzt rieche ich etwas Verschmortes, als hätte jemand Gummi angezündet. Ich ahne Böses. Was ist passiert? Warum stinkt es hier so widerlich? Also, ich weiß auch nicht. In all den Jahren ist mir das noch nicht widerfahren, aber wir hatten einen Kurzschluss in der einen Wand im Restaurantbereich. Eins der Kabel hat es nicht geschafft, obwohl ich es neu gezogen habe. Ich muss die Zähne zusammenbeißen und balle meine Hände zu Fäusten. Es ist ja nicht so, als hätte unser Vater sich gegen dieses Projekt ausgesprochen, das meine Brüder und ich mit unserem Eigenkapital finanzieren. Aber die Schmach, wenn das hier nicht funktioniert, will ich mir gerade nicht ausmalen. Gut, dann reparieren Sie das schnellstens, solange wenigstens die anderen Bereiche Strom haben. Der Scheiß geht auf Ihre Kosten. Wie lange brauchen Sie dafür? Circa? Frage ich genervt, während ich mein Klemmbrett hole, um alles zu notieren. Eine Woche werde ich schon brauchen. Ich muss die Wand nochmal aufmachen und neue Kabel verlegen. Da muss ich alles wieder verputzen und naja, das dauert, rechnet er wild gestikulierend vor sich hin. Ich kann nur eine Augenbraue bis zum Ansatz meiner Haare hochziehen, weil ich meinen Ohren nicht traue. Bitte was? Eine Woche. Wir wollen im Oktober eröffnen. Es ist September. Der neue Boden für den Restaurantbereich kommt nächste Woche. Das ist ein Desaster, brülle ich. Ich kann doch auch nichts dafür, Senor, entschuldigt er sich. Das ist mir ziemlich egal. Sie haben 3 Tage. Stellen Sie von mir aus Ihr Bett hier auf. 3 Tage, sage ich zähneknirschend und will mich schon umdrehen, als er ängstlich flüstert. Unmöglich. Das schaffe ich niemals in 3 Tagen. Meine Geduld ist nun wirklich am Ende und ich mache 2 große Schritte auf ihn zu. Das Klemmbrett halte ich wie ein Baseballschläger und will schon ausholen, als mir jemand das Teil aus der Hand reißt. Filippo läuft an mir vorbei, legt freundschaftlich den Arm um den Elektriker und geht mit ihm davon. Ich will gar nicht wissen, womit er dem Kerl jetzt Angst einjagt. Zumindest habe ich gerade keine Körperverletzung begangen. Die Typen, die unsere Theke aufbauen, sind zum Glück schon mit der Installation der Kaffeemaschine zugange. Mr. Mucho, dürfen wir Ihnen den ersten Espresso aus der brandneuen Deluxe-Version anbieten? Wirft mir einer der Monteure entgegen und ich nicke in der Hoffnung, dass mich eine Tasse mit hoffentlich perfekter Crema freundlicher stimmt. Was bist du so unentspannt? Sagte mein Bruder lachend und stellt sich neben mich. Ich bin zwar älter und noch etwas größer als er, doch bei seinem muskulösen Oberarm wirke ich neben ihn eher wie ein Kastanienmännlein mit Zahnstocherarm. Vater kommt heute zurück und schau dich hier um, zische ich und nehme die Tasse Espresso entgegen, die man mir reicht. Das wird schon fertig. Du bist ein Meister im Führen, bis auf eben. Der kleine Lurch dachte echt, sein letztes Stündlein hätte geschlagen, als du ausgeholt hast. Was hast du ihm denn gesagt? Will ich wissen. Ach, ich habe ihn gelobt und meinte, dass Fehler jedem passieren können. Das sei doch gar nicht schlimm. Er soll es beheben und... Filippo stoppt im Reden und grinst fies. Was? Hake ich nach. Er zuckt unschuldig mit den Schultern. Nur, dass er neue Zähne bräuchte, wenn es nicht ordentlich fertig wird. Sein übertrieben lautes Lachen hallt durch die Räumlichkeit, dass sämtliche Arbeiter zu uns blicken. Ich sehe Respekt, aber auch Angst in ihren Augen. Es ist unglaublich, was für Schweine wir Muchos manchmal doch sein können. Coralie Briggs.
Zusammengekauert liege ich mit King in meinem Karton und versuche Schlaf zu finden. Doch der verfluchte Hund, ach, der verfluchte Hunger lässt es nicht zu. Mein Hund hat sich nah an mich gekuschelt und schnarcht entspannt vor sich hin. Zumindest konnte ich ihm heute von den paar Pennies eine Dose Hundefutter kaufen. Bevor ich was zwischen die Kiemen bekomme, ist King dran. Das ist eine der wenigen Regeln, die ich für mich gefasst habe. Glücklicherweise ist Sommer und die Nächte auf der Straße sind angenehm warm. Vor dem kommenden Winter graut es mir. Aber ich verwerfe rasch den Gedanken daran. Ich lebe heute. Jetzt. Und wer weiß, was in ein paar Monaten sein wird. Wenn ich eins mit meinen 24 Jahren gelernt habe, dann, dass es sich nicht lohnt, sein Leben durchzuplanen. Es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Eine Kirchenglocke schlägt irgendwo Mitternacht. Wieder grummelt mein Magen lauthals und schreit nach Essen. Ich schnaufe genervt. Die Flasche Wasser, die ich noch hatte, ist leer getrunken. Flüssigkeit füllt den Magen zwar aus, sättigt aber kein Stück. Noch so eine Erfahrung, auf die ich gern verzichten würde. Hey Cora, ruft ein Bekannter, er läuft barfuß und in verdreckten Jeans auf mich zu. Alles okay, Kleines? Ich nicke und schaue auf den Boden. Es wäre besser, wenn er geht. Mitleid habe ich noch nie gewollt. Von Mitleid wird niemand satt, gesund, reich oder glücklich. Wir waren gerade essen, plappert er los, als er vor mir steht. Ha, und 2 oder 3 Sterne? Witzelig, halbherzig. 4, sagt er und streichelt sich den Bauch. Wow, was gab's denn? Mexikanisch, Kleines. Ohne Scheiß. Geh mal an der Mucho Mexicana vorbei. Die haben heute schon um 23 Uhr geschlossen. Deren Tonne ist voll mit Köstlichkeiten. Vielleicht sogar noch in Schälchen. Die Idioten schmeißen das einfach alles weg. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Essen. Leckeres Essen. Sauberes Essen. Genießbares Essen. Oh, was würde ich jetzt schon für ein Stück Brot geben? King schläft schon, erkläre ich und schlucke die Spucke runter, die sich in meinem Mund gesammelt hat. Dann lass mich bei ihm. Ey, du kennst mich lang genug. Nur mach schon. Er hat recht. Und die Mucho Mexicana ist nur einige Meter von hier entfernt. Da ist keiner mehr, hake ich nach. Er schüttelt den Kopf. Ich bin gleich wieder da, sage ich hastig und springe auf. King öffnet nur ein Auge und schließt es direkt wieder. Es fällt mir nicht leicht, ihn einfach hier zurückzulassen. Da er aber scheinbar akzeptiert, dass mein Kumpel auf ihn auspasst, schleiche ich mich davon. Mein Hunger ist nicht mehr auszublenden. Vor 2 Tagen hatte ich das letzte Mal was Richtiges im Magen, wobei richtig die Reste eines weggeworfenen Burgermenüs waren. Eine Handvoll kalter Fritten, ein angebissener Burger und ein paar Hähnchenteile. Kein Festessen. Aber wer Hunger hat, darf nicht wählerisch sein. Ich bin es leider immer noch. Im Müll zu wühlen, ist nichts für mich. Der Gedanke an ungepflegte Zähne, die vor mir in das Essen gebissen haben, dreht mir regelrecht den Magen um. Aber irgendwann ist mein Hunger so groß, dass ich den Ekel beiseite schieben muss. Wer auf der Straße lebt, muss hart sein. Oberflächlichkeiten kannst du dir hier nicht leisten. Früher war ich anders. Ein Mädchen mit heißen Kurven und einer tollen Oberweite. Mann, hatte ich Brüste. Jetzt bin ich weniger als ein Sparrow. Mein BH von damals wird nur noch zur Hälfte ausgefüllt. Die Stretch Jeans schlabbert mittlerweile an meinem 1:3 Hintern und könnte als Baggy durchgehen. Meine Wangenknochen sind das auffälligste in meinem Gesicht. Dabei waren es mal meine Augen und meine Haare. Heute sind sie ohne Glanz. Ich bin so hässlich geworden, seit ich auf der Straße lebe. Aber es gibt keinen Weg mehr zurück. Mein schönes Leben ist vorbei. Im Restaurant ist es dunkel. Scheinbar haben die Muchos wirklich schon geschlossen. Ich schleiche auf den Hof,
schaue mich wie eine Schwerverbrecherin tausendmal um. Aber da ist tatsächlich keiner mehr. Eine riesige Tonne steht in einer Ecke. Angewidert von mir selbst schiebe ich vorsichtig den Deckel auf. Es riecht nach Essen. Nicht vergammelt, sondern köstlich. Und doch bleibt es Müll. Aber ich habe Hunger. So entsetzlichen Hunger.